Heute mal wieder ein kleiner Kartentrick mit einem gewöhnlichen 52-Karten-Pokerkartenspiel. Der Zuschauer soll irgendwann Stopp sagen, sagen wir es tut er exakt an dieser Stelle hier und sich dadurch eine Karte auswählen, das jetzt hier nicht die Karo-Dame. Das hier hat alles nichts mit dem Trick zu tun, diese Face-Up-Karten. Es geht nämlich um die erste Face-Down-Karte, an der hat der Zuschauer nämlich Stopp gesagt. Habe ich euch noch fast dran gekriegt. Die liegen jetzt auf den Tisch und ich lege mein Portemonnaie darauf, damit der Wind sie nicht wegweht. Und der Zuschauer soll wieder Stopp sagen. Sag, was tut er exakt an dieser Stelle hier? Das ist jetzt eine 3. Das ist diesmal wichtig, denn wir wollen jetzt also 3 Karten zu der Karte, die bereits auf dem Tisch liegt, auf den Tisch legen. An genau der Stelle, an der der Zuschauer wieder Stopp gesagt hat, also 1, 2 und 3. Und bei diesen 4 Karten, die jetzt auf dem Tisch liegen, an denen der Zuschauer Stopp gesagt hat, handelt es sich um den Herzkönig, den Kreuzkönig, den Karo-König. Und wenn es schon diese 3 Könige sind, dann grenzt es doch an ein Wunder, wenn das jetzt hier nicht neben diesen 3 Königen eine gewisse Pik-Karte wäre. Liege ich da richtig? Okay, falsche Pik-Karte. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Pass auf, wir nehmen uns das Pik-Ass. Ich mache eine kleine Bewegung und das Pik-Ass verwandelt sich in den Pik-König, den ihr jetzt alle vermutlich erwartet habt. Und genau dieser Pik-König passt jetzt nämlich perfekt zu den 4 Karten. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Moin, liebe Trickster. Der Kartentrick, den ihr gerade gesehen habt, hat über die letzten 100 Jahre vielerlei Verwendung gefunden. Es gibt ganz viele verschiedene Variationen zu diesem Trick, weshalb es für mich sehr schwer war, in irgendeiner Form herauszufinden, wer das jetzt als erstes gemacht hat. Die Variante, die ich jetzt performt habe, habe ich so eigentlich nur bei Frank Garcia gesehen, ein weltbekannter Magier der letzten Jahrzehnte. Ich weiß aber nicht, ob er sich diese Variation selber ausgedacht hat oder ob er die auch wiederum woanders her hatte. Deswegen tut mir wirklich leid, ich kann den Erfinder jetzt nicht so entsprechend würdigen, wie ich das jetzt gerne tun würde. Aber diese Variante hat Frank Garcia auch so gemacht. Ich erkläre euch jetzt, wie ihr diese meiner Ansicht nach 5 von 10 auf der Schwierigkeitsskala selber nachmachen könnt. Ihr habt auf Instagram abgestimmt, ihr wolltet einen Kartentrick, der eher fortgeschritten ist. Für einen blutigen Anfänger ist dieser Trick wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Deshalb hoffe ich, habe ich mit meiner Auswahl jetzt hier ins Schwarze getroffen. Let's go! Selbstverständlich braucht ihr für diesen Trick ein kleines Setup. Zuerst sucht ihr euch die 4 Asse raus und bringt sie in diese Reihenfolge hier. Pik Ass, Rot, Schwarz, Rot. Darauf kommt jetzt eine zufällige Karte aus dem Kartenspiel. Genauso. Und darauf kommen jetzt Face Down, Pik König, Roter König, Schwarzer König, Roter König. Dass ihr das also seht. Pik, Rot, Schwarz, Rot. Random Karte. Pik König. Roter König, Schwarzer König, Roter König. Das ist unser Setup. Was ihr jetzt noch machen könnt, um euch das Ganze ein bisschen zu erleichtern, aber denkt dran, dadurch leiden die Karten natürlich ein bisschen. Ihr könnt die Karten ein wenig so nach vorne biegen. Ja? Ihr seht das hier, wir haben jetzt hier eine kleine Biegung. Eine ganz, ganz leichte Biegung sollten die Karten wahrscheinlich von Natur aus sowieso haben bei euch. Außer ihr benutzt ein brandneues Deck. Aber so platziert ihr das Ganze jetzt oben auf das Deck drauf. Ja? Ihr habt ein Face-Down-Deck, 4 Face-Up-Asse in dieser Reihenfolge, eine zusätzliche Karte Face-Up und die 4 Könige Face-Down und der Pik-König liegt hier auf dieser Random-Karte drauf. So legen wir los und ihr seht schon, diese beiden Breaks hier. Wir starten damit, dass wir das Deck face up halten, es so dem Zuschauer zeigen. Wichtig, geht natürlich nicht bis hierhin, sonst flasht ihr. Kurz zeigen, es handelt sich hier um ein normales Kartenspiel und wenn wir jetzt durchmischen wollen, habe ich hier einen False Hindu Shuffle gemacht. Ich habe aus der Mitte Karten gegriffen und damit einen Hindu Shuffle gemacht, sodass die obersten Karten in der richtigen Reihenfolge geblieben sind. Ihr könnt natürlich False Shuffles und False Card machen, so viel ihr wollt. Ich mache es halt am liebsten so, dass ich zeige hier normales Deck und dann in einer ganz natürlichen Bewegung gehe ich über hier in so einen Hindu Shuffle und dann wirkt das Deck wirklich normal und durchgemischt. Jetzt dreht ihr das Ganze face down. Ihr riffelt es den Zuschauer zu und er soll Stopp sagen. Wichtig ist, dass ihr das nicht so macht, denn so erstens flasht ihr hier an der Ecke diese Face-Up-Karten und es könnte sein, dass der Zuschauer zu früh Stopp sagt und dann seid ihr hier an dieser Stelle an der Arschkarte im wahrsten Sinne. Deshalb würde ich so hier unten anfangen. Der Zuschauer sagt irgendwann Stopp, ihr dreht die oberen Karten an dieser Stelle um. Theoretisch wäre jetzt die erste Face-Down-Karte die hier, an der der Zuschauer Stopp gesagt hat. Aber durch unser Setup schummeln wir natürlich und forcieren den Zuschauer dadurch eine Karte auf. Jetzt könnt ihr sagen, okay, hier 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah, war der Wagen laut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spielt keine Rolle. Ihr legt die Karten Face-Down zur Seite und geht bis zur ersten Face-Down-Karte. Vorsicht, das hier bitte nicht flashen. Ihr legt diese Face-Down-Karte auf den Tisch. Ich lege wieder mein Portemonnaie für den Wind drauf. Und die restlichen Karten aus eurer Hand auf die Karten, die auf dem Tisch liegen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben hier Asse und Könige umgedreht. Hier liegt jetzt dadurch das Pik-Ass. Hier sind die weiteren Asse und die Random-Karte und hier die Könige. Wir riffeln wieder durch, der Zuschauer sagt wieder Stopp, wir drehen die Karten um und wenn hier jetzt zum Beispiel eine 4 liegen sollte, habe ich jetzt Glück gehabt, können wir sagen, okay, wir erweitern diese Karte hier auf 4. Wenn hier jetzt eine 3 liegen sollte, könnt ihr sagen, okay, wir legen hier gleich 3 Karten hin. Wenn hier irgendeine andere Karte liegt, dann fahrt einfach fort und sagt, okay, eine 9 hat nichts mit dem Trick zu tun, wie auch immer.
Performance ist natürlich eure Sache. Ich erkläre euch jetzt nur den Trick, ja? Ihr geht wieder bis zur ersten Face-Down-Karte und legt jetzt 3 Karten auf den Tisch. Wichtig dabei, das hier darf euch nicht passieren. Flash nicht diese Karten hier, sondern ein bisschen Druck auf das Deck bringen und dann wirklich mit dem Daumen nur diese oberste Karte hier zur Seite schieben, dann sollte euch nichts passieren. Diese Karten hier legt ihr wieder auf die Karten, die auf dem Tisch liegen und sagt, okay, hier liegen jetzt 4 Karten auf dem Tisch. Jetzt seht ihr schon, wir haben hier in unserer linken Hand einen Pik-König Face-Down und hier die weiteren Asse Face-Up. Und dadurch, dass wir die Karten gebogen haben, haben wir hier jetzt so einen kleinen, natürlichen, von selbst entstandenen Break. In diesen greife ich jetzt leicht rein, um mir einen Pinky Break daraus zu holen. Ganz, ganz, ganz unauffällige Bewegung, glaubt mir. Ein Nichtzauberer wird überhaupt nichts verdächtigen hierbei. Ihr sagt, bei der ersten Karte handelt es sich um den Herzkönig. Ihr legt diese auf das Deck. Bei der zweiten um den Kreuzkönig auf das Deck. Dritte Karte, Karo-König auf das Deck. Ich habe sie jetzt extra so nebeneinander gestaffelt, damit ich sie jetzt hier rechts packen kann, absquaren kann und alles oberhalb des Breaks packen und umdrehen kann, ja? Wenn ihr die jetzt einfach so hingelegt hättet, dann wirkt es komisch, dass ihr genau die 3 Könige umdrehen könnt. Aber wenn ihr sie jetzt so gestaffelt hinlegt, dann schiebt ihr die so zusammen und dreht sie in derselben Bewegung noch um. Dadurch sieht der Zuschauer nichts, wenn ihr das Ganze schnell genug umdreht, dass der Zuschauer nicht sieht, wie dick dieser Stapel gerade war. Wir legen die 3 obersten Karten wieder hin. Der Zuschauer denkt, das sind die Könige. Es sind aber die 3 Asse an dieser Stelle hier schon, wie ihr hier sehen könnt. Jetzt liegen also die 4 Asse auf dem Tisch. Und während wir jetzt sagen, okay, zusätzlich zu diesen 3 Königen liegt hier jetzt eine gewisse Pik-Karte, dreht ihr diese Karte um, es ist das Pik-Ass. Die ganze Aufmerksamkeit des Zuschauers liegt auf dieser Karte. Es fällt also überhaupt nicht auf, wenn ihr hier jetzt, falls ihr hier keinen natürlichen Break haben solltet, einen Pinky-Count macht, um euch einen Break unter der 2. Karte zu holen. Wenn ihr den Pinky-Count lernen wollt, Infokarte da oben. Wir haben jetzt also einen Break unter diesen 2 Karten, drehen diese Karte hier als das Pik-Ass um, der Zuschauer denkt so, haha, verkackt. Ihr schnappt euch jetzt diese beiden Karten hier. Genau so, ja, das sind 2 Karten. Die greifen wir und heben mit diesen beiden Karten jetzt das Pik-Ass auf, was auf dem Tisch wunderbar funktioniert, weil wir die Karten ja leicht gebogen hatten. Wir nehmen das Pik-Ass, wir legen es auf das Deck, nehmen diese beiden Karten hier, das ist jetzt hier der Pik-König und die Random-Karte, bewegen sie zu uns, zeigen so die Hälfte des Pik-Asses und jetzt machen wir ganz, ganz einfachen Move, der aber unglaublich cool aussieht. Wir schieben diese beiden Karten vor, ziehen jetzt aber nur die oberste Karte zurück und schon wird aus dem Pik-Ass der Pik-König. Und wenn ihr das schnell genug macht, dann habt ihr das hier. Das sieht wirklich cool aus. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Findet da euer Tempo. Wichtig, ihr dreht diese Karte hier jetzt um, dass der Zuschauer nicht denkt, ihr habt irgendwas umgedreht oder so. Das ist irgendeine zufällige Karte aus dem Kartenspiel. Diese tun wir jetzt ins Kartendeck face down rein. Und jetzt, dadurch, dass wir die Karten gebogen haben, sind die beiden Karten hier jetzt wieder perfekt zu einem natürlichen Break. Ich kann hier einfach reingreifen und einen Double Lift ohne Schwierigkeiten machen, der völlig natürlich aussieht, ja? Ich muss also nicht irgendwie den hier machen oder so, sondern ich kann wirklich sagen, okay, diese Karte hier, zack, sieht unglaublich natürlich aus. Der Zuschauer denkt, ihr haltet den Pik-König in der Hand. Ihr sagt, okay, ich habe das Pik-Ass in den Pik-König verwandelt. Also passt dieser Pik-König jetzt zu den 3 Königen, die hier liegen. Ihr dreht die Karten um und plötzlich liegen da die Asse und der Zuschauer denkt, ha, ihr habt es verkackt. Jetzt denkt er, wow, Moment, Asse? Hä? Aber es passt immer noch nicht, weil der Zauberer ja hier den Pik-König in der Hand hat. Und dann dreht ihr diese Karte um und enthüllt. Bam. Wenn euch dieser Trick jetzt gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Ansonsten hatte ich noch ein Musikrätsel für euch. Diese Melodie stammt natürlich aus dem Film Forrest Gump, was als allererstes dieser User hier korrekt erraten hat. Herzlichen Glückwunsch an dich und ich habe noch ein neues Musikrätsel für euch. Dass ihr heute mit dabei wart. Unten links von mir mein letztes Video, unten rechts von mir ein weiterer sehr cooler Kartentrick. Auf der Seite abonnieren, auf der Seite unbedingt meine Social Media abchecken. Wenn neue Livestreams kommen oder Videos zu früh oder zu spät kommen, wie auch immer, dann wird es da angekündigt. Wir sehen uns morgen um 12 Uhr mittags auch schon zum neuen Vlog von dieser Woche. Bis dahin, euer Mr. TrickXL und ciao.